Jeder hat sich schon mal Gedanken über eine Zombie-Apokalypse gemacht, vor allem jeder Gamer. Wissenschaftlich gesehen ist natürlich eine Zombie-Apokalypse unmöglich. Wir gehen heute aber mal einen Schritt weiter. Wir gehen davon aus, dass es eine Zombie-Apokalypse gibt und ich erkläre euch, warum es trotzdem unmöglich wäre, dass die Zombies lange überleben. Auch wenn Zombies natürlich Untote sind, sind sie ja eigentlich Lebewesen. Und eins der wichtigsten Merkmale von Lebewesen ist eben Stoffwechsel. Uns stellt sich also die Frage, wovon ernähren sich eigentlich Zombies? Das ist natürlich, je nachdem, welchen Film man schaut oder welches Spiel man spielt, anders. Manchmal werden die Menschen dadurch infiziert, dass sie einfach nur in die Hand gebissen werden, zum Beispiel. Manchmal sind die Zombies ein bisschen mordlustiger und essen gleich die ganzen Körper. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Zombie, weil er eben so groß ist wie ein Mensch und sich auch gleich viel bewegt, genauso viel essen muss wie ein Mensch. Und wenn man dann bedenkt, dass in manchen Filmen einfach nur die Zombies ihren Virus übertragen, indem sie andere beißen, da bleibt natürlich nicht viel Fleisch übrig und von was anderem ernähren sich ja Zombies eigentlich nicht. Sprich, das wäre auf jeden Fall viel zu wenig Ernährung, das ist schon mal total unmöglich. Und selbst wenn Zombies den ganzen Körper verspeisen, irgendwann gibt es ja nur noch wenige Menschen. Am Anfang, wo noch die Epidemie ausbricht und viele Menschen zu Zombies gemacht werden, ist natürlich noch mehr Fleisch da. Aber wenn da nur noch ein paar Menschen leben und die dann eben von ganzen Zombie-Horden verfolgt werden, ist es natürlich ziemlich unrealistisch, weil von irgendwas muss diese Zombie-Horde sich ja auch ernähren und diese Nahrung ist mit einiger Zeit einfach schlicht nicht mehr da. Das heißt, würde es eine echte Zombie-Epidemie geben, würden die ganzen Zombies einfach nach einer Zeit verhungern und die Menschen würden dann überleben. So dramatisch ist also eigentlich die Zombie-Apokalypse nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Idee haltet. Vielleicht können wir da auch mal wieder ein bisschen diskutieren. Ja, vielleicht habt ihr es in dem Video gemerkt, meine Stimmbänder sind gerade ziemlich gereizt. Eigentlich sollte ich nicht so viel sprechen, deshalb lässt sich gerade schlecht Videos produzieren. Das ist aber nicht der Hauptgrund, warum in letzter Zeit nicht so viel kommt, sondern eigentlich, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe in letzter Zeit. Ich habe übrigens letztens die ganzen Playlists aktualisiert, das hatte ich schon lange vor. Das war eigentlich viel weniger Arbeit, als ich gedacht hätte. Alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, können jetzt also einfach mal auf meinen Kanal gehen, Playlists und sich dann nochmal die alten Let's Plays anschauen. Wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dahin. Ciao.